willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute hat mich mein Verlobter, super Slate, eingetütet und wir sind eingetütet und wir laufen irgendwo. Springst in die Wald und verscharrst dann irgendwo. Sicher. Ja gut, das finden wir dann raus, wenn das Video online kommt oder nicht, ne? Quatsch. In einem Waldstück mit See und irgendeinem Haldengelände, keine Ahnung, ich war noch nie hier. Er war mit Kumpels hier gewesen, ist Letsch. Und da bin ich immer gespannt. Ich werde auf jeden Fall mitfilmen, die Gegend so ein bisschen rumfilmen. Und werde versuchen, da draus irgendwas ästhetisch Cooles zu machen. Irgendwo, so wo das Ding ist, und dort geht's hin. Keine Ahnung, was dort ist. Bestimmt irgendwas Cooles, weil da ist eine Brücke. Bestimmt irgendwie Wasser ohne Brunnen, keine Ahnung. Ja, kann ich nicht ersorgen. Ah, sieht schon geil aus. Oh, wow. Da geht's hin. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwas sehen konntet. Oh, wow. Das sieht doch richtig nice aus. Oh geil. Also gleich gibt es auch Shots, wie ich das sehe. Und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich gerade. Wassergarten gefahren, weil ja, dort wo wir waren, da war jetzt nicht so wirklich viel los und wir wollten jetzt nicht alles am Ende da abklappern. Genau, weil es ist das Gelände, das sah für mich riesengroß aus und wenn man da jetzt irgendwas, also an einem Dach hätte man das jetzt auch, glaube ich, nicht so wirklich hinkriegt. Genau, deshalb sind wir jetzt noch in der Wassergarte gefahren und da werde ich euch auch jetzt natürlich mitnehmen und genau, dann viel Spaß! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist mal was anderes. Sowas habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Schaltet doch die Glocke ein. Und meine anderen Social Media, vor allem Instagram, bin ich sehr, sehr, sehr aktiv.
Steht alles auch unten in der Infobox. Und ja, dann, wenn ihr wollt, folgt mir. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal. Bye!